Am 27. August ist es endlich soweit. Erstmals verlässt der fertig montierte Prototyp die Werkshallen von Lemken. Doch mit dem Rollout allein und ein paar Funktionstests auf dem Pflaster geben sich die Konstrukteure nicht zufrieden. Es geht sofort auf den Acker vor den Toren des Werksgeländes, um einen ersten Einsatz zu versuchen. Funktioniert das Zusammenspiel von Knickgelenk und Drehschemellenkung der Hinterachse? Es funktioniert und Lemken-Mitarbeiter Tobias Donatz gibt den Startschuss. Alles klar, kann losgehen. Nachdem auch die Hinterachse artig und weit genug ausgehoben hat, rollt der Brillant zum ersten Arbeitseinsatz los. Wie stark es bei diesem ersten Einsatz des Brillant staubt, ist nicht zu übersehen. Aufmerksame Beobachter werden aber auch bemerkt haben, dass an dem Fahrzeug noch entscheidende Kleinigkeiten fehlen. Zum Beispiel die Sähschläuche vom Tank zur Sähschiene im Heck. Doch hier geht es um einen ersten Funktionstest. Wie wichtig der ist, wird sich gleich zeigen. Die Kreiselegge steht und lässt sich auch durch wiederholtes Zureden nicht überzeugen, wieder anzulaufen. Die Frage ist, kommt an der elektrohydraulischen Kupplung überhaupt noch Strom an? Dieter? Ja? Sitzt du noch in der Kabine? Ja. Ich messe jetzt mal, ob hier überhaupt Strom ankommt. Ja, ich schalte mal ein. Ja, warte noch mal eben. Ich muss eben hier das Messgerät anschließen. Ja. Ja? Schalt es mal ein. Eingeschaltet. Ja, hier kommt Strom an. Was ist das für ein Scheiß? Da ist bestimmt die Kupplung kaputt. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, müssen wir Josef mal anrufen. Ja, genau, rufen wir den mal an. Und Konstrukteur Josef Siebers trägt das Problem mit Fassung. Siebers? Hallo? Nee. Brauchen wir nicht dran rumbasteln. Das hat so keinen Zweck. Lass uns das Getriebe ausbauen, dann bauen wir neues ein, nachdem wir ein paar Tage so seid. Alles klar. Und tschüss.